Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Together Let's Play von Gun Home. Und jetzt hätte ich eigentlich schon noch fortsetzen können. Naja, jetzt wird mir das andere anfangen, ne? Mal wieder ein bisschen Fine New Steel. So, und heute sind auch sämtliche Soundfehler behoben, sowohl der Sound läuft nicht mehr asynchron, Weckers extra woanders, also alles für euch ja professionell gemacht. Soll ja alles stimmen und passen und so. Und dann mach mal. Siehst du eigentlich, wer letztens mal gesteuert hat? Letztens hatte ich, glaube ich, gesteuert. Also du bist es dran. Okay, habe ich nämlich gerade überlegt. Du bist im dunklen Keller. Handy auf Stimme auch nicht, dass es klingelt. Wäre scheiße. So. Stimmt, ich war mal im Keller stehen geblieben. Den Brief hat man ja durch, oder? Ja, hat doch, glaube ich. Wir gehen einfach mal davon aus. Falls nicht, einfach Video pausieren und durchlesen, ne? Gut. Der Keller ist gar nicht so unheimlich. Zum Glück. Nur so, dass alles so mit Wasser bedeckt ist. Das hasse ich im Keller. Nicht so. Staatsbürgerschaft. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Einbürgerungsurkunde. Am 20. Juli 1972 befand das Gericht, dass Janice Elizabeth Connelly Greenbrier zu diesem Zeitpunkt wohnhaft auf der 10.10. Fifth Avenue, Seattle, Washington, die Absicht hat, dauerhaft in den Vereinigten Staaten zu verweilen und die dafür notwendigen Vorschriften der Einbürgerungsgesetze erfüllt und daher berechtigt ist, die Einbürgerung zu beantragen. Das Gericht kommt nach Prüfung zu dem Ergebnis, dass diese Person nun als Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen wird. Also waren die keine Amerikaner vorher. Als Zeugnis davon ist hierunter das Siegel des Gerichts aufgebracht, versehen mit dem Datum des 20. Juli im Jahre unseres Herrn 1972. Okay, Horace E. Culver, Justizbeamter der US District Court. Was waren die denn vorher, wenn die Amerikaner waren? Spanier, Italiener, Deutsche? Ja, Deutsche glaube ich nicht, dafür ist halt alles auf Englisch. Also ich denke mal, Brite vielleicht, oder? Ja, Engländer vielleicht. Oder Schotte. Das kann auch sein. Diese Postkarte. Hey Sam, ich schreibe dir von der Multnummer Wasserfällen. Ich bin auf einem blöden Klassenausflug, was blöd ist, weil es März ist und ich nicht weiß, ob irgendeiner der Typen, die diese Schule leiten, mal in Origin war, aber es ist beschissen kalt und regnerisch im März. Wünschte, du wärst hier. Oh Moment, du bist ja hier. Ich schreibe dir das hier im Souvenirladen. Oh Scheiße, da kommst du. Aha, also waren wir da oder wie was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Okay, ihr bleibt bei der Gruppe, die nicht da ist. Ich schätze mal, das hat dann das haben nicht wir geschrieben, die Briefkarte, die Postkarte, sondern die Loni, oder? Ein dunkler Gang. Mach's Licht an! Gott! Das ist Heimmusik. Da lag es mal auf dem Briefe, aber lass mal's mal. Lass mal Stift angucken. Ja. Ach, Heiligchen. Okay, Abfall. Kostüme, Skelette und Teufel. Cheerleader aus dem Smells Like Teen Spirit Video. Ein Mädchen ist wie Jackie Kennedy angezogen. Das Psychohaus-Mädchen, das Coolste daran, wenn man das Psychohaus-Mädchen ist. Coole Sache Nummer 1, jeder im Gang denkt, dass du es nicht mitbekommst, wenn dich alle anschauen und Sachen über dich flüstern, wenn du vorbeiläufst, weil sie wohl noch nie was gehört haben von Periferia. Was auch immer das ist.
typische Schule. Das ist so eine Mom und Dad. Was? Das ist so eine Mom und Dad Anlügensituation. Achso, aber das war so wert. Die Mädchen auf der Bühne waren so laut und echt und fantastisch und alle trieben zusammen, wie auf der großen Welle der Musik und die haben Sprachfehler. Ui. An Samantha Quimby von Direktor Sheldon Cooper. Nee, Grossman. Liebe Miss Greenberg. Greer oder Pryor? Greenbrier, okay. Ich weiß den Aufwand, den Sie in Ihren letzten Brief steckten, zu würdigen. Er zeigte Entschlossenheit und war gut formuliert, aber er ändert nichts an meinem Standpunkt. Auch wenn Miss DeSoto eine Freundin von Ihnen ist, hat sie dennoch Schuleigentum mit Obszönitäten beschmiert. Also Graffiti oder wie? Mhm. Okay. Die Tatsache, dass sie den eigenen Spind nur verunstaltet hat, weil ein anderer Schüler das gleiche mit ihren getan hat, ist bedeutungslos. Auf ihre Beschwerde, dass kein anderer Schüler für den Vorfall zur Rechenschaft gezogen wurde, kann ich nur erwidern, dass sich bisher niemand zur Tat bekannt hat und es keine Beweise gibt, wer ihren Spind beschmutzt hat. Es gibt also niemanden zum Bestrafen. Ich schlage vor, die Sache ruhen zu lassen, da dies sonst noch mehr Aufmerksamkeit auf ihre Person zieht, was ihrer Auffassung nach ohnehin der primäre Auslöser für den Vorfall gewesen ist. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Sheldon Grossman. Kuba. Die Eule gefällt mir. I don't get Lonnie sometimes. Like her band. And our zine and her hair and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Mhm. Aber finde ich schon mal richtig klasse, dass wo die von dem Graffiti-Attacks wurde, dass die das nur gemacht hat, um die Schuld auf sich zu ziehen. Mhm. Pizza! Wo ist die Pizza? Frische Pizza. Was er gerade Pizza ist, die Pizza für dich und Milch. Pizza. Große Krabbe. Captain Aleppo with Ocean Girl. Genug? Genug? Nein, er hat danach. Hast du jetzt genug, du? The Great Odd Fellow Wild of 95, irgendwas. Genug gehört. Was Heavens to Betsy Duettmobil? Girls to the Wund. Okay. Ja, wo man das gezeichnet hat, kann sehr gut zeichnen. Mhm. Nope. Nein, keine Lust, nein. Licht. Oh Gott, das Gefühl. Irgendwo Licht. Danke. Die gehen ja nicht. Und der Spanjol. Der Spanjol. Hey Loni, sorry, meine Mom war ein Missstück letzte Nacht. Sie ist fast nie zu Hause, seit ihr Wald nur noch eine Stunde entfernt liegt und dann, wenn sie daheim ist, lässt sie es an dir aus, weil du nicht zur Familie gehörst und du dich daher nicht wehren kannst. Das tut mir so leid. Haha, ist schon okay. Ich weiß, dass sie nur auf unseren coolen, unbekümmerten Lebensstil neidisch ist. Du tust mir leid. Ich habe so ein Glück, dass meine Mom in Florida lebt. Du musst jeden Tag mit meiner Mom leben. Sorry, ich wollte das ganze Mom-Ding nicht wieder hervorholen. Ich weiß schon, sollte mich nicht beschweren. Nein, ich mein's ernst. Meine Mom ist fanatisch christlich und ihr neuer Ehemann Don ist ein völliger Idiot. Dass sie mit ihm in Florida lebt, ist in meinen Augen ihr ewiges Fegefeuer. Also würdest du nicht lieber mit deiner Mom in Florida leben? Vielleicht. Achso. Nö. Das ist eindeutig. Sehr schöne Endung. Das gefällt mir. Kinder. Ui. Die heutige Jugend.
Inside Edition 9 PM AC. Ermittlungsteam besucht Lager, das sich darauf spezialisiert hat, abweichendes Verhalten und Homosexualität zu kurieren. Okay. Katie, you know how Mom and Dad are. Not exactly super open-minded about things. It feels like every minute I don't spend with Lonnie, I spend worrying about them finding out about us. And what would happen if they did? You know Dad's joke about the nunnery that he'd tell whenever you brought boys around the old house? I wonder where he'd want to send me. Hm. Ich glaube dir, dann haben wir so einen Verdacht. Und mögen das nicht. Oh, schauen wir mal gleich. Beförderungsangebot, liebe Hauptnaturschutzbeauftragte Greenbrier. Aufgrund ihrer außerordentlichen Leistungen bei der Durchführung des kontrollierten Abrennens bei der Flintlock Operation letztes Jahr und wegen des Bedarfs der Behörde an erfahrenem Personal zur Leitung regionaler Tätigkeiten würden wir Ihnen gern die Position eines regionalen Naturschutzmanagement-Direktors anbieten, mit Zuständigkeitsbereich für Operationen im gesamten Nordwesten Origins. Ihr Posten wäre nicht länger der Flintlock National Force, stattdessen würden Sie fortan im Büro der Regionalverwaltung arbeiten. Verwaltung? Befindlich auf der 128 Bullhorn Road. Ihre Hilfe wäre erwünscht, um einen Ranger auszuwählen, der Ihren alten Posten übernehmen könnte. Bitte geben Sie uns so bald wie möglich Bescheid, wie Sie sich entschieden haben. Wir freuen uns sehr auf Ihre Rückantwort. Gezeichnet Bruce Pendleton, irgendwas, kann ich mir lesen. Achso, 285 natürlich. Mhm. Das war das wohl, bevor wo dann die Mutter Ranger geworden ist. Also, Chefin. Das ist doch was. Oh. Saloon Josephine, Name des Kunden Jan Greenbrier. Achso, die Mutter, stimmt. Celeste Chari. Er heißt bitte Chari. Nee, er heißt so. Datum 22. Februar. Shampoo, Service, Farbe, Dauerwelle, Maniküre, Gesamt 119 Euro. Dollar. Meine ich doch. Und 50 Cent. So viel würde ich nie beim Friseur lassen. Nee. Ich bezahle ja auch schon 11 Euro, das ist mir genug. Für meinen Trockenschnitt. So, meins? Ui. Meins? 101.9 King FM präsentiert Earth, Wind und Fire, Keller Auditorium, Donnerstag, der 23. Februar 1995 um 20 Uhr. Ah, wo die auf dem Konzert waren. Ich glaube, ich ist ja irgendwie nichts mehr. Schiebetür, ich würde ja erstmal gerne. Kann es sein, dass das vielleicht in diesen anderen Hausabteil da sind, wo man nicht reinkonnten vorher? Ich glaube ja. Die Frage, wo man hier hinten, das ist so viel zu, ich gehe erstmal hier. Das ist schwierig, wenn man immer nicht weiß, wo es richtig ist. Gibt es hier irgendwo mal Licht? Ich sehe nichts. Danke. Oh mein Gott, eine Handtasche. Oh. So. Ja, sie hat geschmissen auf den Tisch zurück. Okay. Handbuch für Forstwissenschaft und Weiterbildung. Takelma County Försterei. Hey, hey Jan, ich habe zwei Eintrittskarten für EWF am Donnerstag, aber meine Freundin will nicht mitkommen. Ihr Musikgeschmack zeigt sich mal wieder in all seiner Hässlichkeit. Also habe ich eine Karte übrig und ich dachte mir, vielleicht bist du interessiert. Mehr Spaß als im kalten Regen Sachen zu schrubben? Was? Weg? Weg? Ist nix. Immer nix. Immer nix. Oh mein Gott, Teller. Mit der Taste springen. Ich vermisse diese Option. Ui. Was? Pavillon. Da. Oh. Ist das der Pavillon, wo wir am besten offen waren? Nee, das ist ein anderer, oder? Ja, das ist ein anderer. Okay. Sollte so aus, so. Ah. Übergabe Semester Greenbrier an das Büro des Direktors. Datum 22. April 95, Schulstunde 2, Klasse 11. Übersand von Markus? Grundverteilung von ungeeignetem Material auf dem Schulgelände. Was hast du wohl gemacht, dieses böse Mädchen? Sam, weil du dich geweigert hast, uns zu Ende anzuhören, heute Nachmittag schreiben deine Mutter und ich dies hier nieder, damit wir uns deutlich verstehen. Deine sozialen Kontakte und die Telefonprivilegien sind für den Rest des Monats gestrichen. Ebenso darfst du dein Auto nur noch für den Schulweg nutzen. Wir verstehen, was du gerade durchmachst, aber wir können dir dein derzeitiges Verhalten in der Schule nicht mehr durchgehen lassen. Und sobald die Verbote wieder aufgehoben sind, darfst du deine Zimmertür natürlich nicht mehr verschließen, während Lonnie im Haus ist. Das ist das letzte Wort zu dieser Sache. Komm mal wieder in die Spur, damit so etwas nicht noch einmal passieren muss, Dad.
Tja. I had an interesting talk with Mom and Dad. Scheiße. One you are never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, She-Ra. Mom and Dad didn't, I guess. They saw the zine and stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them. Because they're in for one very long phase. Hm. Das ist natürlich blöd, dass die Anzeige ausgehandelt wird. Ich werde mal versuchen für die Folge, dass dann hier so gut mein Englisch ausreicht. Achso, halt mal, dann kann man das nochmal lesen. Bei Tagebücher. Ja, genau, ich hatte ein interessantes Gefühl mit Mom und Dad heute Abend. Eins, das du nie haben musst. Ich meine, du wusstest es, oder? Also ich wusste es im Grunde seit Shira. Mom und Dad nicht, schätze ich. Aber sie haben das Heft entdeckt und das Zeug im Spind und dann fingen sie an, willst du uns etwas sagen? Wegen dir und Lonnie? Und jetzt kommt's. Ich erwartete, dass sie ausrasten oder enttäuscht sind oder weinen. Aber sie bestritten es einfach. Du bist noch zu jung, um zu wissen, was du willst. Du und Lonnie, ihr seid nur gute Freunde. Du hast noch nicht den richtigen kennengelernt. Das ist nur eine Phase. Das habe ich nicht kommen sehen. Dass sie mich nicht genug respektieren, um mir zu glauben. Hm, selbst schuld, weil das eine sehr lange Phase wird. Ich glaube, die Eltern haben es rausgekriegt. Ja, aber... Und denen gefällt, glaube ich, nicht. Aber an der Stelle muss man ehrlich sagen, wenn das Kind so falsch rum ist, dann muss man das als Elternteil einsehen und nicht einfach bestreiten. Also und sagen, du machst du Schluss mit der, du suchst dir einen richtig, Mann. Weil nur weil es passiert ist, kannst du nicht einfach sagen, das ist nicht, es ist ja passiert. Also das ist was versteht dann. Kann man halt nicht ändern. Herr Mom, Dad und Sam, der Vatikan ist eigenartig. Wie ihr sehen könnt, hat die katholische Kirche noch immer viel Geld mit vom Mittelalter übrig. Ich habe die ganzen Kunstwerke gesehen, inklusive das Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle und Skulpturen von Michelangelo, Donatello und dem Rest der Ninja Turtles. Ich wollte gerade sagen, dass es ein Ninja Turtles. Mom, wir müssen unbedingt nochmal zusammen dahin. Ich wäre hier gerne mit jemandem, der die Geschichte hinter allen auch wirklich zu schätzen weiß. Ach, und Sam, die haben dir verschiedene Relikte, also Teile von wichtigen, toten Leuten. Also solltest du auch mitkommen. Nicht da halt Barcelona, beruhige dich, Dad, ich werde schon nicht von einem Ochsen ausgespießt. Hoffentlich. Alles Liebe, Katie. Oh Mann. Go Ninja, go Ninja, go. Go Ninja, go Ninja, go. Ich bin bewaffnet. Ich habe eine Gabel, ich werde sie benutzen. Ja. Ein Sturm, no. Hey, wie ist's gut? Ja, ich hab Spaß. Merkt man. Entschuldigung, das hat mich gerade an die Schlussszene von König der Löwen 1 erinnert. Ich komm mal auf die Zustimmung. Ich bin ein Wahnsinnsschwein. Wo kommt die Sau her? Hast du gerade Sau genannt? Ja. Die zufällige Krieger Terrence L. Creamfield, gib nicht auf, Liebling. Gib nicht auf. Du kleiner. Ist was in Müller? Nee, okay. Nope. Ein Stück. Oh. Nee, ein Stück. Nochmal! Okay. So, haben wir den Unfuck-Boss? Ah, natürlich, Zettel. Erst einmal Glückwunsch! Jenny Screenboyer, Regionaldirektorin. Und ich sage Glückwunsch, weil, komm schon, du nimmst den Job doch an, oder? Worauf wartest du? Eine eingravierte Einladung, ruf sie zurück. Aber lass uns inzwischen deine kleine Ausfahrt besprechen, die du mit deiner liebsten in Flanell gekleideten Adonis unternahmst. Achso, deinem. Wahnsinn, aber du klingst, als würdest du arg viel in ein harmloses Date hinein interpretieren. Bist du sicher, dass da mehr dahinter steckt? Du sagtest doch, er hat eine Freundin außerhalb der Stadt. Sicher, dass das nichts Ernstes bei denen ist? Okay, wir müssen mal ausbaldowern? Ich kenne nur ausklauern. Hier ausbaldowern. Das ist Frau Mumie. Wann wir uns mal wieder persönlich sehen können. Genug mit den Briefen. Ich schulde dir eine Glückwunschmarke, Arita. Boss Lady, bis bald. Carol.
böses Herz vergessen. Herz, Carol. Okay. Synonix. Rumus. Ja, natürlich wieder da. Ey, Taschen ohne Ende hier. Mit Taschentücher. Eigentlich doch. Taschen haben sie auch. So. Ja. Und wir wollen. Ich glaube, jetzt kommen wir auch hier raus, wo wir hier hinten hätten. Nein. Auf ja. Konnte das Licht. Hallo? Jemand zu Hause? Hi. Mr. und Mrs. Jonathan Clare ersuchen die Ehre ihrer Anwesenheit bei der Hochzeit ihrer Tochter. Ellen Marchwood mit Mr. Richard Morris Petter. Match. Sonntag, den 4. Juni 1995 um 16:30 am Nachmittage. Sunset Lutheran Church, Seaside Origin. Ja. Schick gemacht, muss ich sagen. So, dann hier im Lied. Sam Steens Plan. Arbeit im Crown Burger auf der Battle Road. Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 15 bis 19 Uhr und Samstag, 12 bis 18 Uhr. Da haben gerade so ein Fenster im Schirm. Haben wir das nicht gemacht? Milchtüte, mal gucken, ob es so schlecht ist. 6.5.95. Kann man noch trinken, kann man noch trinken. Das ist mit so einem kleinen Stücken drin, ist richtig, schmeckt richtig geil. Kann man es noch? Klingt wie so ein bisschen Utz, 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 Utz. Gemüse. Mais. Schmeckt nicht. Und das? Erbsen? Nee, Sande. Spinat. Spinat. Ist das Spinat? Schmeckt doch. Nein. Ach, voll. Egal, von diesem Kühlschrank sagen wir Tschüss, weil die Folge ist zu Ende. Bis zum nächsten Mal.